Edda fragt, wie ist es möglich, körpersprachlich zu erkennen, ob jemand unehrlich ist, ob mich jemand täuscht? Eine Antwort vorweg zu 100% ist das nie möglich. Mit dieser Frage werde ich sehr oft konfrontiert und ich werde auch immer wieder Antworten dazugeben, Detailantworten, weil eine Antwort ein für alle Mal ist leider nicht möglich. Es gibt ein paar Hinweise, aber insgesamt geht das nicht. Heute auf diese Frage eine Antwort so grosso modo. Es geht vor allem darum, wie verändert sich die Körpersprache dieser Person. Das heißt, wenn eine Person immer wieder guten Augenkontakt halten kann und mit mir immer sehr aufmerksam spricht und plötzlich beginnt während des Gesprächs auf eine Frage zum Beispiel immer wieder wegzuschauen, dann ist die Veränderung das Interessante. Achtung, nicht so sehr, dass die Person jetzt ständig wegschaut, sondern die Veränderung an sich ist eher verdächtig. Das heißt, wenn du herausfinden willst, dann kann das möglich sein über die Veränderung in der Körpersprache dieser Person. Stellt weiter Fragen, ich freue mich immer aufs Antworten.